Wurde ich ausgeraubt? Nein, ich wurde Gott sei Dank nicht ausgeraubt. Das ist natürlich nicht wirklich passiert, da würde ich ganz anders vor euch sitzen und heulen. Aber das ist die Prämisse für dieses Video. Was würde ich machen, wenn ich meine Sammlung von null starten müsste? Welche Düfte würde ich mir als erstes wieder kaufen und wo fange ich an? Und der Grund, warum ich dieses Video hier heute mache, ist, weil ich ein anderes Video vor mir herschiebe und prokrastiniere. Und zwar wollte ich eigentlich ewig schon mal wieder ein Declutter-Video machen. Und in dem Zuge dachte ich mal, ach komm, bevor du jetzt ein Declutter machst, überlegst du einfach mal, was sind so die Düfte, die du überhaupt als erstes nachkaufen würdest. Und dementsprechend zeige ich euch heute diese Düfte. Und es ist nicht ganz so trivial. Ich habe zwar in vielen früheren Videos immer schon gesagt, wenn mir der Duft ausgeht, dann kaufe ich mir den sofort wieder nach und so weiter. Aber ich habe jetzt für dieses Video heute versucht, die Düfte auf 10 zu beschränken, damit ich mir wirklich Gedanken machen muss, welche Düfte brauche ich unbedingt in meinem Leben. Und in dem Zuge war ein Gedankengang natürlich auch, kaufe ich mir jetzt diejenigen Düfte wieder, die ich für absolute Meisterwerke halte, oder kaufe ich mir die Düfte wieder, die ich vielleicht am häufigsten trage und am meisten in meinem Alltag verwende. Und im Endeffekt ist es jetzt, glaube ich, eher Zweiteres geworden, weil ich glaube, da hätte ich den größten Need, die bräuchte ich am schnellsten wieder. So ein nischiges Meisterwerk, wie zum Beispiel den Rosendo Matteo Nummer 5, den man vielleicht nur 10-mal im Jahr trägt, der hat noch ein bisschen Zeit. Aber welche sind die Düfte, die ich jeden Tag, jeden Monat, jede Woche in meinem Leben brauche? Falls du neu hier bist, herzlich willkommen. Ich bin die Leni. Ich spreche super gerne über Parfum. Und falls dich das Thema auch interessiert, dann abonniere gerne diesen Kanal. Drück gleich die Glocke, dann kriegst du mal Bescheid, wenn ein neues Video, Short oder Livestream kommt. Und folg mir gerne auch auf Instagram und TikTok. Und den Duft, den ich natürlich als allererstes nachkaufen würde, und das wissen alle, die meinen Kanal schauen, deswegen halte ich das jetzt kurz, ist natürlich Angélique Noir von Guerlain. Und den müsste ich mir dann allerdings im neuen Flakon-Design holen. Aber die kann man ja auch mittlerweile richtig cool customizen. Das ist, würde ich sagen, wenn irgendein Duft mein Signature sein kann, dann ist es der. Es ist eine wahnsinnig schöne, grüne, edle Vanille mit dezenter Birne im Auftakt. Leicht fruchtig, ein bisschen prickelnd. Und einer so interessanten Kümmelnote im Herzen. Und ich als Kümmelhasser im Essen dachte früher nie, dass mir sowas gefallen würde. Aber es gibt nichts Besseres als diese Kümmelnote zusammen mit den herben Angelika-Samen und dann dieser Vanille, die sich nach ein paar Minuten so richtig toll entfaltet. Also am Anfang ist der sehr grün herb, gefällt nicht jeden am Anfang. Also das ist definitiv so ein Duft, in dem man sich ein bisschen hineinverlieben muss, beziehungsweise wo man einfach mal die erste Viertelstunde abwarten muss und ihn auf der Haut tragen sollte. Denn diese Komposition, die sich dann so nach 20 Minuten auf der Haut ergibt, das ist die schönste, vanillige, edle Komposition, die ihr je gerochen habt. Oder die ich je gerochen habe, okay? Also süße Vanille mit grünen Sprenklern, dieser würzigen Kümmelunterlage und nicht zu süß. Also wirklich super toll. Und bei diesem Duft sind mir schon Leute mit Zettel und Stift hinterhergelaufen in der Stadt, um mich zu fragen, was ich trage. Der strahlt wahnsinnig toll aus, er hält sich so 7 bis 8 Stunden und ist einfach meiner Meinung nach das Beste, was Guerlain und die Parfumwelt je zustande gebracht hat. Und ich glaube, mein allermeist getragener Duft ist Le Musc et la Peau von Pierre Guillaume. Und der ist jetzt auch tatsächlich fast leer. Ich habe auch den Deckel von dem verloren, schon vor einiger Zeit. Das heißt verloren, ist mir unter meinen Schrank gerollt und ich habe ihn nicht mehr rausbekommen. Aber das ist einer, der wird halt einfach so oft rausgezogen und den habe ich auch immer in meiner Handtasche drin. In einer kleinen Mix-Kombi mit Ambroxan, was eine Note ist, die er auch im Herzen hat und die ihn doch ein bisschen potenter macht. Es ist nämlich ein sehr leichter, transparenter Aquate. So schön, mein Gott. So ganz leicht, aldehydig, salzig, sehr aromatisch durch den Rosmarin und gibt irgendwie für mich den Vibe, dass ich im Urlaub bin, mich nach einem Tag im Meer geduscht habe, noch so ganz Salzrückstände auf meiner Haut habe und mich dann für so ein schickes Abendessen fertig mache. Und es weht eine kleine Brise durch mein Badfenster und lässt den Vorhang flattern. Hat man Vorhänge im Bad? Keine Ahnung. Aber das ist das Bild, das ich gerade im Kopf habe. Der Duft heißt Der Moschus und die Haut. Und das ist im Grunde auch das Programm. Also es ist sehr hautig. Er ist sehr moschusig, also weich, fluffig. Ein sehr schön holziges Herz mit Sandelholz und Zeder. Und einem ganz dezenten Ylang-Ylang. Aber lasst euch von dem Ylang-Ylang im Herzen nicht irritieren. Das ist nämlich eine sehr süße Blüte, die eigentlich immer einen sehr tropischen Charakter gibt. Der Ylang-Ylang kommt kaum raus hier drin. Also es ist tatsächlich mehr das Holzige, Aldehydige, der Rosmarin und der fluffige Moschus. Und es gibt so eine
so eine Mischung, die ist so transparent, die ist so fast so weder hier noch da. Und das ist ein ultimativ sexy Duft aus kurzer Distanz. Also das ist ein Duft für die Intimsphäre. Das ist ein Duft, um den Partner zu betören. Das ist kein Duft, um auf die Jagd zu gehen, weil so weit strahlt er nicht aus. Wie gesagt, man kann ihn ein bisschen boosten, wenn man Ambroxan nimmt. Aber da darf man auch nicht zu viel nehmen, weil sonst reißt den Duftcharakter zu sehr an sich. Also ich mache immer meine Abfüllung, ein Drittel Ambroxan, zwei Drittel von dem. Und das ist dann mein ultimativ erfrischender Duft, mit dem ich durch den Tag gehe. Den ziehe ich auch öfters mal raus, tagsüber, wenn ich einfach so eine kurze Erfrischung brauche. Wo man früher mal gesagt hat, die Damen gehen sich die Nasen pudern. Ich hole meinen Le Musc Eau de Peau raus. Und dann fühle ich mich wieder frisch und hübsch. Also die Reihenfolge, in der ich euch die Düfte zeige, ist auch die Reihenfolge, in der ich sie nachkaufen würde. Und Platz 3 war dann doch irgendwie relativ offensichtlich der Molecule One von Eccentric Molecules. Also auch tatsächlich ein Molekülduft. Der Molecule One besteht nur aus Isoe Super. Das ist eine holzige, synthetische Note, die ein bisschen an Zedernholz und Sandelholz erinnert. Und den benutze ich so oft pur, weil ich liebe den Geruch auch pur. Ich benutze ihn aber auch super oft zum Layern. Und das Besondere an Molecule One, im Gegensatz zu anderen Düften, die auch nur Isoe Super drin haben, gibt es ja einige, von anderen Marken auch, finde ich, ist die Sillage. Der hält sich nämlich unglaublich gut, ist für einen selber recht dezent auf der Haut, strahlt aber unglaublich weit aus und die Leute wirklich über 10, 20 Meter hinweg, über Stockwerke hinweg teilweise sogar, nehmen den Molecule One noch wahr. Das ist auch ein ganz toller Duft für Leute, die in einem Umfeld arbeiten, wo man nicht so extrovertierte Düfte haben soll. Also zum Beispiel meine Hebamme hat den getragen, die Hebamme meiner ersten Tochter hat den getragen und ich habe es sofort erkannt. Also die war noch nicht zur Tür drin und ich habe gesagt, du trägst doch Molecule One. Und dann tatsächlich auch eine der Krippenbetreuerinnen meiner älteren Tochter hat ihn auch getragen. Und ich bin da echt schon wie so ein Drogenhund. Ich merke das immer sofort, wenn jemand Molecule One trägt. Und es passt immer perfekt. Das ist auch was man echt gut tragen kann, wenn man Kinder hat, kleine Kinder, die man nicht irgendwie irritieren will mit seinem Geruch. In der Schule geht der gut, im Krankenhaus. Ja, also wann immer man irgendwie einfach super gut riechen will, aber es soll nicht so sehr nach Parfum riechen. Dann nimmt man den Molecule One. Und jetzt habe ich gesagt, ich wähle nur 10 Düfte aus, ne? Aber ein bisschen geschummelt habe ich schon, weil die nächsten zwei Düfte, das ist eine Kombi, die würde ich genau so zusammen kaufen. Und zwar, es ist mein schwarzer Verhör von Narciso Rodriguez und es ist der Narciso Poudre von Narciso Rodriguez. Und diese zwei, die sind solche Staples in meinem Schrank, zu denen greife ich so oft. Der hier ist schon fast leer, das ist schon mein zweiter Flakon. Und die sind beide wunderbar. Das sind auch Moschusdüfte. Also Moschus ist grundsätzlich eine Richtung, die mir wahnsinnig gut gefällt. Und die sind sehr verschieden. Also fangen wir vielleicht mal mit dem Poudre an. Der Poudre ist ein wahnsinnig weicher, wie der Name sagt, sehr pudriger, floraler Moschusduft. Wobei der Moschus eindeutig überwiegt und er hat eine wahnsinnig schöne, holzige Basis aus schwarzer Zeder, weißer Zeder und Vetiver. Und diese Blüten, die Jasmin und die Rose im Kopf, sind wahnsinnig schön. Also ganz weich, ganz pudrig, überhaupt nicht so stechend, wie mir Rose manchmal vorkommt. Also die hält sich hier wirklich sehr zurück. Und der Jasmin gibt eine ganz mini-dezente Süße, die kaum wahrnehmbar ist. Es ist wirklich so die Erinnerung einer süßen Note auf diesem unglaublich weichen Moschusbett mit diesen leichten, holzigen Anklängen. Das ist ein unglaublich mütterlicher Duft, finde ich. Das ist ein sehr femininer Duft. Das ist ein Duft, der hat kein Alter. Also auch wenn ich jetzt gesagt habe Mutter, ich denke, eine feminine Frau jeden Alters kann den gut tragen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Inbegriff dessen, was sich Männer als weiblichen Duft bei einer Frau vorstellen. Dadurch, dass der wenig süß ist, finde ich den auch sehr schick. Und ich weiß nicht genau, aber ich finde, Süße geht oft einher mit nicht schick, sondern eher sexy und verführerisch. Also der ist jetzt weniger sexy, wobei er hat schon so ein bisschen diesen Baumwoll-Vibe auch irgendwie, also diesen, ich wache auf in einem Strandhotel. So ein bisschen kommt er mir auch vor, aber der geht für alle Lebenslagen gut und dadurch, dass der so vielseitig einsetzbar ist, ist es auch einer, den ich so oft rausziehe und den liebt auch mein ganzes Umfeld. Also es ist kein Duft, wo jeder sagt, oh mein Gott, was trägst du, sondern das ist so ein Duft, wo jeder sich denkt, ah, oh,
die Leni riecht gut. Die riecht irgendwie gut. Einfach ein wunderbarer. Und der hier ist eine ähnliche Richtung. Also auch moschuslastig. Allerdings haben wir hier bei den floralen Noten Nussmantus und nicht Rose oder Jasmin. Und das ist so ein bisschen die selbstbewusste Business-Variante. Wobei, ich weiß gar nicht, ich sage immer, ich würde den im Job tragen, weil ich den so wahnsinnig selbstbewusst finde und trotzdem auch irgendwie warm und einladend und einfach wie eine gestandene Frau. Der kann aber auch ein wahnsinnig verführerischer Date-Duft sein. Also das ist auch in dem Sinne ein bisschen ein Chamäleon, dass der, dadurch, dass der auch durch das Patchouli, durch den Amber noch so eine Tiefe hat und auch irgendwie so eine hintergründige, schöne Würze in dieser Moschuswolke mit den ganz minimal süßen Osmanthus-Spritzern, ist der so sexy auch gleichzeitig. Aber eben nicht irgendwie Vamp, sondern halt, ich würde sagen, sophisticated sexiness, ja. Also sowas, was man im Job durchaus rocken kann. Und ich finde eben, dass der einen wahnsinnig selbstbewussten Eindruck macht. Wenn du in den Raum reinkommst und du riechst so, dann würde ich sagen, als Frau wird man ja im Job gerne mal unterschätzt. Mit so einem Duft unterschätzt einen dann niemand mehr. Das ist schon irgendwie ein Statement auch, ja. Obwohl der extrem gefällig ist. Also das ist jetzt niemand, wo er sagt, oh, was hast denn du für einen Duft drauf? Ist es kein Chanel Nummer 5 oder irgendwas super Nischiges, sondern das ist schon einer, der gefällt eigentlich den meisten Leuten. Aber ich finde eben trotzdem ein sehr starker Charakter und ich finde, die Flasche drückt es eigentlich perfekt aus. So, die nächsten waren schwierig. Ich habe mir wirklich überlegt, was wäre der nächste? Und ich dachte dann, okay, ich brauche definitiv noch ein paar mehr frische Düfte. Allerdings, welchen ich mir davor kaufen würde, wäre Baccarat Rouge 540 von Maison Francis Kürkchan. Und der Baccarat Rouge ist, ja, wird mittlerweile von jedem getragen, ist aber tatsächlich auch irgendwie einer der schönsten Düfte. Und dadurch, dass ich ihn relativ sporadisch trage, aber sehr regelmäßig, wie man auch am Füllstand sieht, werde ich nicht müde von dem. Und viele Leute sagen immer, ja, in der Stadt hat jetzt jeder Baccarat Rouge drauf und so weiter. Es ist gut, dass ich nicht jeden Tag in der Stadt bin. Also ich muss sagen, meine Schmerzgrenze mit dem ist noch nicht erreicht. Das ist einfach ein Meisterwerk, das zu Recht so hoch gehypt ist, wie es ist. Ich bin persönlich immer ein Fan vom Eau de Parfum und nicht vom Extrait, weil das Extrait hat noch so eine Bittermandel mit drin, auf die ich nicht so stehe. Und ich mag diesen metallischen, würzigen Safran-Kick, der da total bold einfach kommt. Also das Extrait ist ein kleines bisschen smoother. Das hier ist tatsächlich in your face. Das ist eine richtige Klatsche. Das ist auch einer mit einer Sillage über 10, 20 Meter. Und er hat noch eine super schöne Jasminnote drin, ein bisschen Zedernholz und eben Ambra. Und den Safran, der natürlich der Star ist. Ja. Und dieser Duft wird kopiert von, ich weiß nicht, es gibt bestimmt, ungelogen, 50 bis 100 Baccarat Rouge Kopien, weil diese DNA einfach so unglaublich schön ist. Und das, was ich so liebe an dem, ist mal, wenn ich ihn trage, dann sprühe ich ihn auch auf meine Klamotten. Weil auf den Klamotten hält er sich wochenlang. Und der Drydown von dem, wenn der runtergetrocknet ist, das ist wie so eine, ich weiß nicht, das ist wie die feinste Zuckerwatte, die du je gerochen hast. Also er ist super süß. Er ist eben ein bisschen würzig, metallisch. Oft hat Safran auch so eine Lederkomponente, die der überhaupt nicht hat. Also mehr die Metallic an der Stelle. Die restlichen Noten kann man gar nicht so distinktiv ausmachen. Das ist einfach, man muss es einfach mal gerochen haben. Also jeder muss mal irgendwie, muss den mal unter der Nase gehabt haben. Den muss nicht jeder kaufen, weil der ist super teuer. Aber man muss ihn zumindest mal kennengelernt haben. Und für viele Leute ist das tatsächlich auch ihr Signature. Ja, und den würde ich mir absolut sofort wieder kaufen. Dann beim nächsten würde sich mein Geldbeutel mal wieder ein bisschen mehr freuen. Und zwar wäre der nächste mein geliebter Shiseido Zen. Ohne den kann ich auch nicht sein. Also auf keinen Fall. Vor allem nicht den Frühling und Sommer. Der müsste sofort wieder her. Und das ist einfach so ein frischer, blumiger, minimal ananasfruchtiger, aber auch gleichzeitig recht herber, frischer, toller Duft. Und ich glaube, einen großen Teil zu diesem Frische-Faktor, ich sage immer, man denkt, man steht unter einem Wasserfall, so riecht er für mich irgendwie, tut, glaube ich, das Patchouli auch dazu. Der gibt ihm so diesen grünen, bisschen erdigen Kick, der dafür sorgt, dass der nicht zu süß wird. Er ist nämlich echt schön zitrisch, ananasig, blumig, herb. Und das ist so eine tolle DNA.
Die DNA ist so toll, dass Chanel die gleich zweimal kopiert hat. Und zwar in Form von Chanel Chance und von Chanel Coco Mademoiselle. Das sind zwei Düfte, die sind dem sehr ähnlich. Unterschied ist, den hier kriegt man für 30 Euro. Also das ist echt ein Witz. Ich sage immer, er hat einen hässlichen Flakon. Gibt Leute, denen der Flakon auch super gut gefällt. Ich finde ihn nicht so toll. Aber das, was da drin ist, ist einfach nur eine, wie sagt man, eine Gabe der Götter irgendwie. Also so richtig Ambrosia. Also irgendwie, ich liebe diese DNA. So, so schön frisch einfach. Ja, Frühling, Sommer, das ist euer Duft. Und das Tolle ist, viele Freshies halten sich nicht lang. Der schon, der hält 8 Stunden. Und viele Freshies sind auch nicht schick. Der schon. Der hat eben, ja, könnt ihr schon vorstellen, so ein bisschen Chanel-Chic im Sinne von diese herbe Grünheit so ein bisschen drunter. Ganz dezent. Nicht zu grün, also von so richtig Hardcore-Grünen Düften bin ich auch kein Fan, aber dass das da noch so ein bisschen mit reingesprenkelt ist, zusammen mit auch so ein paar sehr exotischen Blüten, ja, wie zum Beispiel Lotus, chinesische Rose, Fräsie, wobei Fräsie ist nicht exotisch, aber ist eine sehr schöne Kombination. Ist jetzt mal nicht nur Jasmin, Rose und Orangenblüte, was man immer so findet, oder Tuberose, sondern ist tatsächlich eine sehr, wirkt auch sehr japanisch, ja. Also die Marke, glaube ich, Shiseido kommt, glaube ich, aus Japan. Der wirkt auch so, so eben sanft, aber bestimmt und sehr edel, ja. Toller Duft. Und ist der Duft, den sich, glaube ich, die meisten Leute jemals auf meine Empfehlungen gekauft haben. Und ich würde sagen, so gute 90% der Leute finden den richtig spitze. So, und den nächsten Duft, den ich mir kaufen würde, und für den entschuldige ich mich, weil ich glaube, kein Duft kam öfter in einem Video letztes Jahr vor, ist der Fig von Akinesia. Das ist auch so ein richtig toller, schöner Sommerduft. Auch sehr feminin, mit so ganz ein bisschen Frucht im Kopf, mit Apfel und Grapefruit. Aber das, was man auf den ersten Sniff bekommt, ist eine sehr, sehr schön unsüße Feige, garniert mit einer sehr pudrigen, tollen Iris und einer Cremigkeit durch dieses Sandelholz. Und Feigenholz haben wir auch noch in der Basis. Also so schön. Also er ist sozusagen beim ersten Sprühen, wirkt er sehr pudrig und im Verlauf wird er mal cremiger. Und ich liebe das. Das gibt mir das ultimative Sommerfeeling. Das gibt mir wirklich das Feeling, auch auf Mallorca zu sein, wo die Marke herkommt. Gutes Wetter, die Sonne kitzelt dich. Nicht brühende Hitze, sondern eher so, sagen wir mal, 27 Grad oder sagen wir 25 Grad. Du bist im T-Shirt, die Sonne kitzelt dich und wärmt dich auf diese wunderschöne Art und Weise, wie es vielleicht auch eher im Spätsommer der Fall ist. So ein Gefühl gibt mir das. Und du bist am Meer, weil definitiv ist da auch irgendwas Salziges mit drin. Ich habe in den Noten nichts Salziges gesehen, aber so eine kleine Meersalzkomponente merke ich schon. Ähnlich auch wie bei Woodsage and Sea Salt. Und ja, also das ist eine super Empfehlung. Also das ist, glaube ich, die beste Empfehlung, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Und das ist einer, von dem nehme ich halt auch so viel. Ich greife so oft zu dem hin. Bin so oft in der Stimmung für dem. Ich bin so oft in der Stimmung für den, dass ich auch schon richtig viel von dem verbraucht habe. Jetzt nur in einem halben Jahr. Obwohl es ein Sommerduft ist. Also richtig, richtig toll und uneingeschränkt empfehlenswert. So, als nächstes habe ich mir gedacht, brauche ich dann schon auch einen sehr verführerischen, sexy Duft, der auch so richtig schön laut ist. Und ich habe mir gedacht, es muss eine Delina sein. Aber welche Delina? Die La Rosé, die normale Delina, die Exklusiv? Ich stand wirklich so 5 Minuten vor meinem Schrank, habe sie nochmal alle verglichen. Und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich von null wieder anfangen müsste, würde ich mich wahrscheinlich für die originale Delina entscheiden. Die trage ich dann doch irgendwie, und ich weiß gar nicht, ob ich sie am häufigsten trage, aber sagen wir mal, wenn ich Lust auf die Delina habe, dann habe ich auch Bock auf die pure Delina-Erfahrung. Und was ist die pure Delina-Erfahrung? Es ist ein unglaublich schöner Rosenduft, der so richtig schön sauer ist, mit einer Litschi und einem Rhabarber im Kopf. Der Rhabarber ist eigentlich der heimliche Star dieses Dufts. Also richtig schön sauer und das verträgt sich so schön mit dieser Rose. Und dann haben wir noch so eine sehr, sehr, sehr schöne semi-orientalische Basis mit Vanille, Weihrauch, solche Geschichten. Super schön, strahlt irre aus, hält sich irre lang. Das ist auch so einer à la Baccarat Rouge, den hast du auch nach Wochen noch auf den Klamotten. Das ist erwiesenermaßen
Das heißt ja miese Maßen. Ich habe Umfragen gemacht auf Instagram, schon mehrere, wo Leute abstimmen konnten. Und es ist aus meiner Datensammlung zumindest der Duft, den Männer an Frauen am verführerischsten finden. Den Männer wirklich an Frauen lieben. Also das ist so der perfekte Mix zwischen, kann ich am Tag tragen, ist semi-leisure, sag ich mal, freudig, hat Spaß, kann man aber auch in der Nacht rocken, weil er doch diese wahnsinnige Sexiness auch hat. Also das ist irgendwie so das Beste aus allen Welten. Der Duftcharakter ist sehr, wenn man ihn noch nicht kennt, ist sehr extrem. Es ist ein Nischenduft, würde ich auch wirklich so sagen, auch wenn er sehr, ja, ich will nicht sagen Mainstream angekommen ist, aber er ist sehr gefällig, aber trotzdem ist es ein sehr distinktiver Charakter. Und das gefällt nicht allen Leuten. Also ich würde den trotz allem nicht blind kaufen. Es sei denn, ihr kauft ihn nur, um Männer aufzureißen. Dann kann man den blind kaufen. Dann ist echt egal, wenn euch der Duft wurscht ist. Ansonsten würde ich ihn vorher probieren. Und es gibt ja, wie gesagt, noch zwei andere Versionen von dem. Nämlich eine leichtere, transparentere. Das ist die Delina La Rosée. Und es gibt auch noch eine etwas udigere, ein bisschen dichtere, ein bisschen mehr orientalischere Version. Das ist die Exklusiv. Und mittlerweile gibt es den auch in 30 Milliliter, was den, glaube ich, nochmal so viel mehr zugänglich für viele Leute gemacht hat. Aber den würde ich mir wohl definitiv wiederholen. Also was wir jetzt noch gar nicht haben, ist ein richtig schöner Amberduft. Also so einer, der ein bisschen harzig ist, ein bisschen umschließend, ein bisschen wärmend. Und tatsächlich der, den ich mir auf alle Fälle wiederholen würde, ist der Ombre Nuit von Christian Dior. Ich sage ja immer, das ist der beste Duft für Männer. Es gibt keinen besseren, ich empfehle ihn allen Männern und trotzdem trage ich ihn so viel. Schaut euch den Füllstand an. Oh, Ombre Nuit ist auch einer, der muss dabei sein. Es ist ein ungewöhnlicher Amberduft in dem Sinne, dass er sehr prickelnd und bitzelnd ist. Der hat so eine wunderschöne rosa Pfeffernote und ein bisschen Grapefruit im Kopf. Im Herzen haben wir eine Rose und dann ist die Basis neben dem Amber und Ambra auch noch sehr schön holzig. Also wir haben eine Zeder, wir haben Guayakholz. Guayakholz ist für mich immer so ein bisschen dreckigeres Holz und es spielt immer total gut mit Ambernoten zusammen, habe ich den Eindruck. Und es gibt dann irgendwie eine Kombi, die super anziehend ist, die am Anfang so einen so richtig erfrischt. Der ist für mich wie, wenn ich eine Coca-Cola frisch aufmache, das Bitzeln und die Kohlensäure, die ich da spüre im ersten Moment, das rieche ich da auch. Also definitiv eine schöne Coca-Cola-Note im Auftakt und er wird dann super ambriert und einfach wärmend, ohne zu süß zu werden. Das mag ich nämlich oft nicht an Amberdüften, wenn die dann zu würzig, zu süß werden. Der bleibt immer sehr europäisch, ja. Also das ist keine Hardcore-Orientale, der bleibt irgendwie immer sehr europäisch, sehr chic, sehr französisch und einfach unglaublich toll, ja. Und von der Performance her ist er perfekt im Sinne von, er hält so 6 bis 7 Stunden, manchmal 8, je nachdem wie viel ich nehme. Und er strahlt moderat aus. Also er ist keiner, der alle umhaut, wenn man in den Raum reinkommt, aber er ist einer, den die Leute schon wahrnehmen. Und ja, ich habe jetzt so viele Leute schon auf den angefixt. Ich meine, es ist natürlich auch ein Stamp of Approval, wenn ich sage, das ist für mich der beste Herrenduft. Den haben jetzt mittlerweile viele Leute probiert. Und ich kriege eigentlich nur positive Rückmeldungen von dem. Also entweder Vollgas begeistert oder so nach dem Motto, ist ein echt schöner Duft. Aber ich habe noch nie gehört, dass dem jemandem nicht gefallen hat. manche Leute haben ein bisschen ein Problem mit der Performance von dem. An die Leute sei gesagt, ihr könnt euch auch den 40 Knots von Serjoff holen. Der ist, sage ich mal, zu 90% ähnlich. Der ist noch ein bisschen würziger und hat noch eine Zimtnote mit drin, hält aber sehr viel besser und strahlt noch krasser aus. Also wenn es euch um die Performance geht, holt euch den 40 Knots. Wenn es euch um den Olymp des Dufthimmels geht, holt euch Ombre Nuit. Und jetzt habe ich nur noch einen Duft, den ich mir aussuchen darf. Und das war so schwierig. Ich habe, glaube ich, so die Liste, sagen wir mal, für die ersten 9 der Liste habe ich ungefähr so eine gute Viertelstunde gebraucht. Und für den letzten Duft, da habe ich nochmal dann weitere 10 Minuten gebraucht, um den dann fix zu machen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn ich wirklich ausgeraubt würde, ich würde mit natürlich mehr als 10 Düfte nochmal kaufen. Aber trotzdem, das wären die ersten und der letzte, der sozusagen in diese Top 10 rein darf, ich glaube, der ist jetzt eine Überraschung für viele, ist der Wood Sage and Sea Salt von Jo Malone. Das ist ein Duft, den ich so oft trage, den ich in jedem Urlaub mit dabei habe. Jetzt, ich fahre jetzt nicht super oft in Urlaub, aber das ist so ein Staple, den habe ich immer in der Handtasche und der ist jetzt auch bald leer und das ist einfach so ein schöner, mehrsalziger, aromatischer, holziger Duft. Und
In keinem Duft kommt die Salbeisüße schöner raus als in diesem. Der wirkt so frisch, gleichzeitig auch irgendwie sauber, mehr salzig, also hat aber auch eine Süße, ja. Also der Salbei, der gibt einerseits so eine Aromatik, andererseits so eine Süße. Und ich finde, das ist so ein Gleichgewicht, das ist wahnsinnig schwer gut zu treffen. Weil wenn es zu süß ist, dann irgendwie passt es überhaupt nicht mehr zusammen mit den salzigen Noten. Und wenn du nur Salz hast, dann wird der so gar herb und gar bitter fast schon. Und das ist dann auch nicht schön. Aber hier ist ein ganz schönes Equilibrium geschaffen zwischen der süßen Aromatik vom Salbei und der Meersalzigkeit zusammen mit diesem tollen Holz. Wunderschön. Ich liebe den. Und der ist verhältnismäßig unisex, würde ich sagen. Ich glaube, den tragen hauptsächlich Frauen. Aber ja, ich... Mir läuft das Wasser so im Mund zusammen, wenn ich den beschreibe, wenn ich ihn rieche, weil das ist einer der tollsten Gerüche, die es gibt. Und es ist auch der Ausreißer von Jo Malone schlechthin. Ich bin kein Fan der Marke Jo Malone, weil ich finde, dass die Düfte alle nicht gut halten. Was auch für den gilt. Ausnahme ist noch Myrrh & Tonka, das ist auch ein super Duft. Aber die zwei sind so, würde ich sagen, die Einhörner der Marke. Und dann haben die noch ganz viele andere, die finde ich alle nicht so toll. Die sind alle nichts Besonderes irgendwie, finde ich. Die Jo Malone, die Namensgeberin der Marke, die ist ja auch schon lange nicht mehr bei der Marke. Die wurde schon ewig her verkauft. Und ich habe das Gefühl, seit der Übernahme haben sie der Marke nichts Gutes getan, weil irgendwie alle Düfte verwässert sind und viel zu teuer sind für das, was sie eigentlich bieten. Ausnahme Woodstage & Sea Salt. Da ist der Duftcharakter so schön, den würde ich immer wieder kaufen. Also... ja, absolut. So, okay, das war meine Liste. Und ich sehe schon Leute jetzt in die Kommentare tippen, aber was ist mit Serge of Amber Star? Du hast immer gesagt, das ist dein zweitliebster Duft ever. Und ja, ich habe ihn nicht vergessen. Ich habe an ihn gedacht, aber der Amber Star ist einer, der ist jetzt tatsächlich hinten runtergefallen in meiner, sagen wir mal, in meiner Wiederkaufliste der ersten 10, weil... ich liebe den Duftcharakter und ich möchte nicht ohne ihn sein, aber ich trage ihn nicht so häufig wie die anderen. Würde ich ihn irgendwann wieder haben, ja, logisch. Aber ich würde mir nicht als erstes wieder kaufen, glaube ich. Auch wenn ich vielleicht in früheren Videos was anderes gesagt habe. Aber dadurch, dass er auch so ein gar pudriger Amber ist und ich finde auch von den Tragemöglichkeiten verhältnismäßig mehr festgelegt als die anderen Düfte, die ich euch gezeigt habe, ist es, glaube ich, eine solide Entscheidung, den dann im zweiten Moment zu besorgen. Weil ich müsste ihn schon haben. Also ich könnte es nicht ohne ihn sein. Aber dadurch, dass ich ihn nicht so oft trage wie die anderen, würde ich ihn wahrscheinlich später holen. So. Ich hoffe, die Liste war aufschlussreich für euch. Schreibt mir in die Kommentare, was wäre dein Duft, den du dir als erstes wieder kaufen würdest. Oder die ersten 5, ist ja egal. Und ich bin froh, dass ich das Thema jetzt abgehakt habe, weil darüber nachzudenken, dass ich wieder von Null anfangen müsste, das hat mich auch so ein bisschen im Kopf ein bisschen gestresst. Deswegen freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.